Asshole, die Nettigkeit ist zu Ende. Ja. Das war übrigens das erste RPG-Maker-Projekt, das ich damals mit meiner ISDN-Leitung aus dem Internet gezwitschert habe. Das habe ich nur gemacht, weil das so klein war. Ich glaube, das waren nur so 2 MB oder sowas. Und da ging das noch. Da war das Teil in einer halben Stunde fertig. Ja, das hört sich so ein bisschen an wie... Ja, ein Kumpel von mir, der hat einen Atari gehabt, ne? Da denke ich auch immer, was schwärmst du von diesem alten Scheißteil? Aber man hatte nichts anderes, ist so. Und ich kann das mittlerweile total nachvollziehen. Wenn du heutzutage so einem 12-Jährigen sagst, ja, früher, ne, als ich in deinem Alter war, ne, da musstest du, wenn du einen 4 MB-Download hattest, musstest du da erstmal eine halbe Stunde warten. War so. War so. Ja, dann, anfangen. Der Soundtrack hier war, glaube ich, gut. Harald, mein Sohn, es ist Zeit, die Menschheit zu vernichten. Satanus, mein Vater, diese Idee ist von hoher Gesinnung, doch wie soll ich es machen? Es ist ganz einfach. Du bekommst automatisch die Macht dazu, wenn du der größte Arsch der Welt bist. Dazu musste ich den größten Arsch aber umbringen. Aber wer ist es? Bully, Arsch, Son Arschko, Nario, Stink, Einer Brehm? Thomas Herr Schalke, Christoph Herr Schalke oder Florian Fischen Pavian? Möglicherweise hast du nix? Nein, die Lösung ist ganz einfach. Wer labert Scheiße, macht sich über andere lustig und ist Metzger? Ein Tipp, er ist schwul, ein kleiner, weiß schon. Oh, Stefan Rabe, ich komme. Nicht Steffen, oh, tut mir leid. Willkommen in der Hölle. Wir leben hier in einer Arschlochwelt. Asshole. Ich will nur eins, ich will das größte Arschloch sein. Soll ich das jetzt wie Pokémon machen? Das schaffst du schon. Der Wahnsinn. Ja, dies ist jetzt ein Opferaltar. Nun, dann verlasse ich mal die Hölle. Er ist so ein... Bei Hölle, mein Zuhause. Wohin führt dieser Ausgang? Jetzt muss ich nur noch von Höllenschlund zur Erde klettern. Ich hab's damals gefeiert wegen der Musik, die da drin war, aber wegen wahrscheinlich nichts anderem. Obwohl das mit den Hintergründen hier eigentlich eine ganz töfte Idee ist. Eigentlich. So, rauf. Ja, und hier. Jetzt hier über die Brücke. Und hallo? Alles fehlt? Verschwinde, Peter! Peter hat dieses Dorf erobert. Peter? Wer ist denn Peter? Hallo? Verschwinde, Peter hat dieses Dorf erobert. Peter? Verschwinde, Peter hat dieses Dorf erobert. Peter? Es gab nichts anderes damals. Es tut mir ja immer noch leid, aber sowas wurde dann wirklich angenommen und auf Internetseiten gestellt, die sogar ein bisschen renommierter waren. Da hast du hier so einen Peter im Turm gehabt und ich freue mich schon auf die Quoten Dragon Balls. Moin. We are Peter. You will be assimilated. Resistent is futile. We are Peter. Wie geht's, Star Trek? Wie hast du dummer Wicht die Stadt erobert? We have assimilated this town with our Dodemon fick Arsch, du. Aha, der spielt Dodemon und der meint, die gibt es. Haha, ist ja doof. Fick Arsch, du. Du bist dran. Oops, I speak German. Fick Arsch, du. Ficker, Fickarsch, du! Ficker, Fickarsch, du! Oh mein Gott, Teufel, sorry, Papa, er ist es. Ja, Knarre, Zieler kann den... Fickarsch, du, hat 50 von Energiepunkten, Angriff beträgt 1. Das ist ja nix. Los, komm, Harald, mach mal fertig hier. Harald! Ja, Hammer. Du hast noch einen auf dem Gewissen, juhu! We are Peter, Windows Error 95. Why use Peter Windows? Peter must be very silly. F Energy, größer 1, Mulva 56, go to death, gleich true. Start death. Teleport Harald, destroy town, print message. Scheiße. Scheiße! Ah, das ist doch der Vorgeschmack. Doch nun zu den Klo 7 Studios. Irgendwie sieht Köln anders aus. Das Schlimme daran, man erkennt ja so ein bisschen an der Rechtschreibung, dass der Typ, der das hier macht, ja gar nicht mal so blöde ist. Uzi gefunden. Geil. Wir können jetzt Uzi. Objective hier. Ich will eine Uzi benutzen. Ach so, das ist... das ist hier, ne? Ein Skill. So, ich speichere aber mal. Video Harald. Wieder geht's hier weiter.
Hallo. Hier ist Blut. 19. 19. Hier geht's nicht weiter. 19. Ach, warte mal. Wie wär's, wenn ich einfach mal hier mit dem Seil... Geil. Nee, das wollte ich aber nicht. Ich wollte nur mal gucken, was dieser Typ da auf der Karte daneben so kann. Diesen Black-and-White-Hintergrund. Das ist ja schon fast böse. Das kannst du ja nicht machen. Moin. Na, wie wär's mit dem kleinen Fight? Siehst recht gut aus. Danke, Süße. So hab ich das nicht gemeint, Schmuchtel. Ich meine, du siehst echt stark aus. Dann peitsche ich dich aus. Hä, dich mach ich fertig. Oh ja, gib's mir. Was ist denn das für Musik? Woher kenne ich die? Oh nein. Da ist er, der Rolf. Ist ja voll scheiße. Wo ist die Musik hin? Der Rolf ist kaputt. Yay, wir haben den Rolf erledigt. Ich habe mir den Fingernagel gebrochen und nein, ich sterbe. MG gefunden. Ist das wieder hier sowas? Ja. Das ist, ich glaube, das soll Bahaman, Who Let the Dogs Out sein. Ja, ich glaube schon. Ja, damit kommen wir hier weiter. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Moin. Hier wieder auf den Knöpf. Das ist ja super schön gemacht worden hier. Aber es gibt keinen Random Encounter und du musst nicht 100 Jahre leveln, um das hier irgendwie hinzukriegen. Das ist schön. Leck mich, ey. Oh mein Gott, er ist es schon wieder. Ich habe gerade gesagt, es gibt keinen Random Encounter. Ich finde das super. Und was passiert? Auf einmal ist hier so ein Pikachu, das wir weghauen müssen. Der guckt auch noch so debil. Noch einen auf dem Gewissen. Juhu, gibt keine Erfahrungspunkte, kein Geld, kein gar nichts. Deswegen lassen wir das am besten mal. So, jetzt können wir hier runter. Jawohl. Jump, jump, ich bin der Büchsenstreck. Ein redendes Spielzeug also wirklich. Naja, bei so viel Fick-Arschluss, wie es hier gibt, kein Wunder. Fick-Arschluss. Büchsenstreck. Das Spielzeug würde Papa gut gefallen. Büchsenstreck. Weg. Noch ein auf dem Gewissen. Juhu. Nein. Schlüssel gefunden. Irgendwie laggt das hier. Ich weiß auch nicht warum. Wofür brauchen wir denn Schlüssel? Hier geht's eigentlich gar nicht weiter. Ich hab geschummelt. Here we go, here we go, here we go again. Was kostet der Fisch? Genau. Warte mal, das muss doch hier irgendwie machbar sein. Wo muss ich denn jetzt hin? 25. Wieso 25? Was ist denn hier 25? Ich bin bald 25. Diese Scooter-Musik da, ne? Das brauche ich unbedingt für die Euler City-Playlist. Da führt kein Weg dran vorbei. So, warte mal. Was passiert, wenn wir hier raufgehen? Dann nach links. Hoch. Gucken. War da irgendwas, was wir aufschließen können? Nein. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Spiel, das gerade mal 2 MB groß ist, mich so verwirrt. Auf eine so unangenehme Art und Weise. Ja, jetzt? Hallo? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Wo soll ich denn damit jetzt hin? Da oben ist eine Knarre. Da können wir uns nicht einfach in die Kanone reinfrachten und dann... Puh. Hier sind wieder die Bahaman. Das ist aber ulkig gelöst mit diesen Hintergründen. Das habe ich sonst noch nirgendwo so gesehen. Das ist wahrscheinlich ein Foto oder sowas. Wenn man mal überlegt, das nur mit 256 Farben, das ist schon eine Herausforderung. Also. Nee, hier geht's nicht lang. Scheiße. Scheiße! Geht's hier lang? Nö. Hallo, wofür brauche ich denn den Schlüssel, verdammte Kacke? Büchsenstreckenkisten, das Kurbelteil. Ah. Das haben wir doch hier rausgezogen. Hallo. Wieso finde ich das jetzt nicht? Das haben wir schon gemacht. Hier drin? Irgendwie? Nee. Da? Nein. Nein. Hier runter. Ist auch schön.
Hallo. Wieder wir drauf? 25. Ja. Ich kann jetzt hier noch 5 Mal im Poller laufen? Es ist doch nicht... Okay, na, ich guck mal eben nach. So, ich hab's jetzt rausgefunden. Das war eigentlich gar nicht so schwierig. Ich suche aber irgendwie noch so einen Ort, wo ich mich heilen kann. Eigentlich, ich zeig's euch gleich. Aber vorher muss ich immer was demonstrieren. Das habe ich nämlich gesehen, als ich da nochmal im RPG Maker rüber geguckt habe. So, und zwar hier ist so eine Easter Egg. Cool, was? Hallo? Was mache ich denn hier? Du siehst ja absolut lächerlich aus. Ein Stirnband, was für ein mieses Klischee. Immerhin sehe ich nicht aus wie ein dämlicher Bepp, der noch nie einen Rasierer sah. Was? Ich habe keinen Bock, mich mit einem Depp wie dir zu streiten. The real Kenji. Ey, was fällt dir ein, Grafiken aus DTP zu stibitzen? Ach so, das ist böse. Jetzt haben wir aber eine Plasma-Gun gefunden. Eine Easter-Eggische Plasma-Waffe. Das ist ja der Wahnsinn. Die können wir aber nicht benutzen, weil wir keine Magiepunkte haben. Schade, wa? Na gut. Dann gehen wir mal hier lang. Hätte ich eigentlich auch drauf kommen können, ne? Nee. Das Lied ist schon so alt? Wusste ich gar nicht. Ach, guck mal, einer staunen. Man kann hier im Kreis laufen. Oh, geil. Ja, ich kann im Kreis laufen. Jetzt Achievement unlocked. Moin. Der Busch sieht verdächtig aus. Den mach ich fertig. Pissbusch greift an. Das sieht aber sehr gefährlich aus. Gefährlich wie Walt Disney. Boom. Der kann gar nichts. Warum soll ich... Analyse nicht möglich. Steuerfaktor. Zu viele Gegner. Kein Bock zu machen. Ja, das ist natürlich doof. Wenn's mehr als einer ist, hat er keine Lust. Oh, nee. Das will doch niemand machen hier, sowas. Pissbusch angreifen. Jetzt hätte ich aber trotzdem gerne irgendwo noch einen Ort, wo man sich dann voll heilen kann. Das wäre doch mal fancy, aber ich glaube, das kriegen wir nicht. Ja, komm. Hack dich einfach mal mit deiner Machete hier durch den Urwald. Los. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Da siehst du mal. Ich hab... Woher kommt die Tür bloß? Ich speichere mal am besten. Vielleicht haben wir ein Problem mit irgendwas. Ich sehe schon die Klo 7 Studios. Juhu. Ach so, das ist so ein Fliege von sie hier. Geil, jetzt können wir überall hin. Endlich da. Ich bin Rabe. Deine letzte Stunde hat geschlagen. TV-Anal rules. Rabe greift an. Du wirst mich nie besiegen. Weiche zurück, Herr der Dummheit. Du wirst mich nie besiegen. Ich bin böser als du. Ich bin der größte Arsch der Welt. Wie war der TV-Anal? Und jetzt spielen sie Robbie Williams hier. Der Wahnsinn. Ja, aber ich glaube, dann haben wir keine Chance mehr, hier überhaupt was zu reißen. Was ist das denn? Ach so, normalerweise hätten wir hier nicht durchgekonnt, da hätten wir einen Schlüssel gebraucht. Ja, warte mal. Wir machen mal hier. Die Mütter, die sind raffiniert. Die nehmen die Kohle an. So, die sagt jetzt erstmal Moin. Wo war das denn? Aber seitdem ich mit dem RPG Maker VXAs irgendwas gemacht habe, oder wie auch immer man den nennt, kann ich hier gar nichts mehr. Full Recovery. Wie wäre das denn mal? Und, haben wir nicht noch ein bisschen mehr? Mehr. Change XP. Increase by... Oh, mal ein bisschen den Schuh schieben, so. Video an, Glotze weg. Kabum. Ich sehe schon die Klo 7 Studios. Juhu, moin. So. Dann machen wir zweimal. Jetzt sind wir nämlich wieder voll geheilt. Harald ist shit. Ja, weiß ich wohl. So, endlich da. Ich bin der Rabe. Hey. Okay, jetzt können wir unsere richtig geile Plasma-Gun benutzen. Bäm. Die war doch ein bisschen härter, als ich gedacht habe.
Du hast 596 Punkte erreicht. Ah, geschafft, wie schön. Jetzt kann ich wieder in Ruhe Computer spielen, ohne von diesen Plagen von Menschen gestört zu werden. You win. That's all, folks. Dies ist die Public Version. Hier wurden die Namen von Personen, die es wirklich gibt oder im Comic gibt, nur verändert. Geschrieben. Das ist so, weil man das halt so machen muss, wenn man die verarscht. Es sei denn, man ist Steffen Rabe. Name verändert geschrieben. Und macht's grad TV-Anal. Name auch verändert. Für irgendwelche Fragen, Wünsche, Hassbriefe, E-Mail-Briefbomben kann man an bla schreiben. Für Junk lieber an die gleiche Adresse. Dein nichts ernst gemeint ist. Asshole 2 soll's auch noch geben und diese Panorama-Levels und mit unlinearer Story. Schon mal dazu, man kann den Dosenautomaten, ja schön, aus dem später eine Dose holt und sie austrinkt. Außerdem gibt's mehr Sex, Gewalt, Drogen und sonstiges Lustiges. Oh, ich verstehe nicht. Das war ja, man hat ja immer so das Gefühl, dass so schlechte Spiele wie das hier dann auch so eine schlechte Rechtschreibung hatten. Hatten sie aber größtenteils nicht. Was ist da passiert, Freunde? Warum wollt ihr mein Leben so unter die auf eine Probe stellen? Jetzt würde ich aber ganz kurz nochmal gucken. So, wenn wir jetzt hier gewesen sind, tada. Kann man mehr Punkte kriegen? Ach so. Das wird kalkuliert, ob die Magiepunkte und Health Points. Wahrscheinlich kann man eigentlich nur so an die 100 kriegen, aber das ist mir jetzt Wurst. Also, wir sehen uns bei meinem nächsten Projekt, das hoffentlich nicht so beschissen ist wie das hier. Bis dann, tschüss.